Der Zweite Weltkrieg war ein global geführter Krieg, an welchem sich alle Großmächte beteiligten. Mit 60 bis 80 Millionen Toten gilt dieser Krieg als der blutigste und verheerendste Krieg der Menschheitsgeschichte. Die Ostfront, bekannt als Deutsch-Sowjetischer Krieg, war einer der wichtigsten Fronten der Alliierten gegen Hitlers Großreich. In diesem Zusammenhang tobten in den Jahren 1941 bis 1945 an der Ostfront Luftschlachten in einem Ausmaß, wie er bis dahin noch nie gesehen wurde. Im Rahmen des großen Vaterländischen Krieges haben sich die Piloten der sowjetischen Luftwaffe zur Aufgabe gemacht, Hitlers Offensive zu stoppen. In zwei unserer vorherigen Videos haben wir uns in das Leben eines sowjetischen Panzerfahrers und eines sowjetischen Infanteristen im Zweiten Weltkrieg für einen Tag hineinversetzt. Es wird nun endlich Zeit, das Leben eines Piloten zu betrachten. In den nächsten Minuten gehen wir 80 Jahre zurück in die Vergangenheit und begeben uns an die schreckliche Ostfront des Zweiten Weltkrieges. In diesem Video werden wir einen Tag im Leben eines echten sowjetischen Jägerpiloten verbringen. Was war die typische Maschine, welche er geflogen hat? Wie hat er es geschafft, in den ersten Kriegsjahren zu überleben? Und wie konnte er nach seiner Gefangennahme aus einem norddeutschen Konzentrationslager mit einem gestohlenen deutschen Bomber fliehen? Die Geschichte in diesem Video wird auf wahren Ereignissen beruhen. Am Ende des Videos verrate ich euch, wer diese Person war. Das heißt, bis zum Ende schauen lohnt sich. Nun starten wir mit dem Video. Los geht's! Die deutsche Luftwaffe startete mit ca. 4000 Flugzeugen das Unternehmen Barbarossa am 21. Juni des Jahres 1941. Das Ziel war es zunächst, in den ersten Wochen die Rote Luftwaffe komplett zu vernichten. Nach massiven Verlusten bis Dezember 1941 sah sich die Sowjetunion im Zugzwang, genau ebenbürtige Maschinen an die Front zu verlegen. Um das Leben als sowjetischer Jägerpilot an der Ostfront des Zweiten Weltkrieges besser nachvollziehen zu können, stelle ich euch unsere Hauptfigur in diesem Video vor. Leutnant Nikolai Kusnizow, draußen schreiben das Jahr Oktober 1941. Unser Nikolai steht gerade vor einem Flughangar und spricht gerade mit seinem Mechaniker Feldwebel Fjodor Galininov. Und Mechaniker Fjodor hat soeben das Öl gewechselt und das Jagdflugzeug mit neuer Munition bestückt. Unser Nikolai hat ein sehr gutes, freundschaftliches Verhältnis mit Fjodor, denn ohne ihn wäre er praktisch aufgeschmissen. Unser Nikolai befindet sich auf dem Flugfeld ca. 70 Kilometer südöstlich vom Roten Platz in Moskau entfernt. Und die Rede ist nicht von irgendeiner Schlacht, nein, die Rede ist von der Schlacht um die Hauptstadt Moskau. Denn die deutsche Wehrmacht will mit allen Mitteln diese Stadt einnehmen und seit zwei Monaten tobt schon die Schlacht um Moskau und wird von beiden Seiten mit hoher Brutalität geführt. Die deutschen Panzerspitzen stehen gerade nur 40 Kilometer vom Roten Platz entfernt. Doch jetzt aktuell im Dezember des Jahres 1941 kommen die deutschen Panzer durch den Verteidigungsfall einfach nicht durch. Denn die Sowjetarmee hat sich zu tief eingegraben und der massive Schneefall leistet auch seinen Beitrag. Die Rote Luftwaffe hat ca. 40% ihrer Gesamtkapazität um die Stadt Moskau zusammengezogen. Und das leistet ebenfalls seinen Beitrag zur ersten großen Niederlage der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Unser Nikolai fliegt das sowjetische Jagdflugzeug MiG-3, ein Jäger, welcher von Anfängern lieber nicht geflogen werden soll. Denn dieser ist bei der Steuerung manchmal unberechenbar. Mit zwei 12,7mm Maschinengewehren bewaffnet, ist der Jäger MiG-3 zwar der deutschen Bf 109 Messerschmitt in einer Höhe ab 5000 Metern in Geschwindigkeit und Wendigkeit überlegen, doch alle Luftduelle finden in einer niedrigen Höhe statt und so kann die MiG-3 diesen Vorteil nicht ausspielen. Dieses Flugzeug wird ab Januar 1942 nicht mehr produziert werden. Mittlerweile ist es schon März 1942, die Hauptstadt Moskau konnte erfolgreich die Eroberung abwenden und unser Nikolai wurde auf das Jagdflugzeug vom Typ Jak-7A umgeschult. Dieses Flugzeug ging soeben im Dezember 1941 in Serienproduktion und soll der deutschen Bf 109 in den weiteren Luftschlachten die Stirn bieten. Mit einer 20mm Kanone Schwack an der Propellernarbe und zwei synchronisierten 12,7 Maschinengewehren UBS, welche über dem Motor liegen bewaffnet, erreicht die Jak-7A eine Höchstgeschwindigkeit von 613 Stundenkilometern und hat eine Reichweite von 830 Kilometern. In den Jahren 1941
1943 bis 1944 werden von diesem Modell 6.399 Stück gebaut werden. Unser Nikolai trägt die typische Fliegerhaube mit einer Fliegerbrille. Die Uniform ist wie vom Typ der gewöhnlichen Infanterie und auf Flugeinsätzen trägt er einen Fallschirm als Rucksack und hat die Pistole Takarev T-33 als Verteidigung gegen eine mögliche Gefangennahme stets dabei. Unter dem Lärm von Alarmsirenen rennt gerade jetzt unser Nikolai zum Hangar, wo sein Flugzeug steht. Die Flugaufklärung meldet einen riesigen deutschen Bomberverband, welcher gerade auf die Fabrikstadt Tula zufliegt. Die Stadt Tula befindet sich 180 Kilometer südlich von Moskau und hier werden gerade die dringend für die Front benötigten neuartigen Panzer vom Typ T-34 produziert. Die Fabriken in Tula gilt es zu beschützen, koste es was es wolle. Die Jak 7As wurden vorher getankt und gecheckt und jetzt heißt es nur noch rein ins Flugzeug, Motor an und schnell rauf in die Lüfte. Ein Flugzeug hebt nach dem anderen ab und nach 40 Minuten hat das Jagdgeschwader unseres Nikolai nun endlich Sichtkontakt zum deutschen Flugverband. Es handelt sich um einen Verband, welcher hauptsächlich aus schweren deutschen Bombern vom Typ Heinkel 111 besteht. Diese Bomber werden von den Jägern vom Typ Messerschmitt Bf 109G begleitet. Das Jagdgeschwader von Nikolai geht sofort zum Angriff über und um an die schweren Bomber heranzukommen, müssen erstmal die Jäger ausgeschaltet werden. Die Luftschlacht teilt sich in einzelne Duelle zwischen den einzelnen Jägern auf. Unser Nikolai ist direkt hinter einer Bf 109 und eröffnet sofort das Feuer. Die Kugeln treffen direkt den Tank und die feindliche Maschine fängt Feuer und geht zum Sinkflug über. Doch was unser Nikolai nicht bedacht hat, hinter ihm ist ein weiterer deutscher Jäger, welcher ohne Umwege ihn in den Rücken schießt. Unser Nikolai versucht nach links auszuweichen und in dieser scharfen Kurve durchschlagen die Kugeln der Messerschmitt die Wand seiner Kabine und unser Nikolai wird von 3 Kugeln am Oberschenkel getroffen. Der Motor der Jak 7 fängt an zu rauchen und wird immer schwächer. Jetzt muss er nur noch schauen, dass er die Maschine irgendwie notlandet. Nachdem er ein Waldstück überflogen hat, sieht er eine Lichtung. Denn dort will er jetzt ansetzen und landen. Mit 120 km/h bohrt sich die Jak 7A in die Erde hinein und verliert alle Räder. Doch er hat Glück. Zum Anbruch der Dunkelheit wird er von sowjetischen Infanterieeinheiten gefunden und in ein Lazarett gebracht. Mittlerweile ist es schon der Juni 1944 und unser Nikolai ist immer noch für die Rote Luftwaffe tätig und hat bis hierher überlebt. In den Monaten Juni und Juli dieses Jahres sind auf der Welt bedeutende und wichtige Ereignisse vorgefallen. Am 6. Juni des Jahres 1944 landen die US-amerikanischen, britischen, kanadischen Truppen in der Normandie und eröffnen mit der Operation Overlord die Westfront gegen das Dritte Reich. Am 20. Juli desselben Jahres wird unter dem Decknamen Operation Walküren ein Attentat auf Hitler von Oberstauffenberg ausgeübt. Doch Hitler kommt hier nur leicht verletzt davon. An der Ostfront startet am 22. Juni des Jahres 1944 die Rote Armee die Unternehmung Bagration. Das ist eine bis dahin größte Offensive der Roten Armee, welche zunächst Weißrussland, die Ukraine, von der Wehrmacht zurückerobern soll. An dieser Operation beteiligen sich 1,4 Millionen Soldaten, 5.200 Panzer und 5.300 Flugzeuge. Doch die Erfolge sind so gewaltig, dass die Rote Armee bis an die Grenze Ostpreußens im Norden des heutigen Polens kommt. Doch nun zurück zu unserem Nikolai. Es ist der 13. Juli des Jahres 1944 und im Rahmen der Unternehmung Bagration steigt auch seine Staffel an diesem Morgen in die Lüfte, um einen Großverband von deutschen Heinkel 111 Bombern abzufangen, bevor diese die sowjetischen Linien erreichen. Unser Nikolai dient in diesem Jahr in dem 104. Gardefliegerregiment und ist schon auf seinem 185. Einsatz. Nach ca. 30 Minuten Flugzeit über die Wälder der Zentralukraine sieht er ca. 1000 Meter rechts unter ihm den Bomber Heinkel 111 Verband. Er nützt jetzt den Überraschungsmoment und geht sofort in den Sturzflug über. Er visiert sofort einen feindlichen Jäger an. Nach einer präzisen Salve ist die feindliche Focke Wolf 190 getroffen und fängt an zu rauchen. Doch jetzt wird es brenzlig. Zwei weitere Focke-Wulf-Jäger folgen seinem Flugzeug und sind direkt hinter ihm. Er versucht diese abzuschütteln und geht auf 100 Meter runter und überquert einen Fluss. Er versucht mit allen Kräften die Jäger loszuwerden, doch es klappt nicht. Dann sieht er in der Ferne eine Brücke und fliegt unten hindurch. Beim Durchflug wird es ganz knapp. Unser Nikolai kommt durch, aber ein feindlicher Jäger streicht mit seinen Flügeln die Brücke und explodiert. Ein Schwenker und jetzt befindet sich unser Nikolai hinter den einen verbliebenen
verbliebenen deutschen Jäger. In seiner Aufregung feuerte er wild um sich her, doch kann nicht treffen. Nach mehreren Versuchen sitzt jetzt der Treffer und die Focke Wolf 190 wird massiv beschädigt und fängt an zu rauchen. Doch von seinen 5 Kameraden sind schon 4 gefallen und jetzt ist er nur noch allein mit seinem Vorgesetzten, Hauptmann Leonid Semjonow, in der Luft. In der Ferne sieht er einen Heinkel 111 Bomber und er geht sofort zum Angriff über. Der Bomber wird von den Bordgeschützen durchsiebt und verwandelt sich in einen Feuerball. Doch die untere Bordkanone der Heinkel 111 ist immer noch intakt und trifft massiv das Flugzeug unseres Nikolais. Das Motoröl tritt aus. Unser Nikolai hat keine Sicht mehr und sein Flugzeug fängt Feuer. Jetzt heißt es nur noch rausspringen. Unser Nikolai springt raus und öffnet seinen Fallschirm. Doch was er nicht bedenkt hat, als er den Bomber verfolgte, er ist schon längst auf der deutschen Seite der Front. Als er landet, sieht er, wie eine Wehrmachtpatrouille auf ihn zustürmt. Mit seiner Pistole kann er 2 davon ausschalten, doch dann ist auch die Munition schon alle. Er gerät in Kriegsgefangenschaft und wird nicht erschossen. Denn zu diesem Zeitpunkt im Jahre 1944 gibt die Wehrmacht den gefangenen sowjetischen Piloten eine zweite Chance und versucht, diese in die eigene Luftwaffe zu integrieren. Unser Nikolai kommt in das Konzentrationslager auf der deutschen Nordseeinsel Usedom. Doch nach einem Fluchtversuch zu Fuß wird er wieder eingefangen und wird zur Strafe in das Flugrollfeld zur schweren Reparaturarbeit versetzt. Mittlerweile ist schon der Februar 1945 und seit mehr als schon 7 Monaten ist unser Nikolai in diesem Konzentrationslager. Er hat stark an Gewicht verloren, es ist kalt und es gibt wenig zu essen und jeden Tag müssen die Gefangenen hart arbeiten. Doch seit 3 Monaten schmiedet er einen Plan, um aus diesem Konzentrationslager auszubrechen. Als die Wachen der SS nicht zuschauen, schlägt er die Beschriftungen an einem Heinkel 111 Bomberwrack, welches ganz in der Nähe des Flugfeldes einfach rumliegt, ab und lernt diese auswendig. Diese sind auf Deutsch, doch bei der Übersetzung hilft ihm ein Mithäftling. Am 8. Februar des Jahres 1945 ist es dann soweit. An diesem Tag besteht das Fluchtkommando aus 10 sowjetischen Häftlingen, welches nur von einem SS-Soldaten bewacht wird. Um die Mittagszeit sind die 10 Häftlinge mit dem Wachsoldaten gefreit Alfred Jonen alleine auf dem Flugplatz. Die Häftlinge erschlagen den Wachmann, besteigen einen Heinkel 111 Bomber und es gelingt unserem Nikolai, nach einigen Problemen den Bomber zu starten. Versuche von der deutschen Seite das Flugzeug abzufangen schlagen fehl. Unser Nikolai fliegt den deutschen Bomber in Richtung Südosten und überquert nach einiger Zeit über Pommern die Frontlinie. Doch nun ist unser Nikolai auf der sowjetischen Seite. Da die Häftlinge in einem deutschen Bomber sitzen, werden sie logischerweise von der sowjetischen Flugabwehr beschossen. Der Bomber fängt Feuer, doch es gelingt unserem Nikolai, ihn auf einer schneebedeckten Wiese notzulanden. Die geflohenen KZ-Häftlinge werden zwar von einer sowjetischen Patrouille gefunden, aufgenommen und versorgt, doch die Offiziere vom militärischen Nachrichtendienst zweifeln an der Fluchtdarstellung unseres Nikolais, denn sie sind der Ansicht, dass eine Flucht ohne die Zusammenarbeit mit der deutschen Seite unmöglich ist. Unser Nikolai wird verdächtigt, ein deutscher Spion zu sein, und so wird er in eine Strafeinheit der sowjetischen Armee versetzt. Unser Nikolai bleibt bis September 1945 in Haft und wird ständig verhört. Seine 9 Kameraden werden bereits kurz nach der Flucht in die Truppen an der Front eingereiht und sind bei den blutigen Kämpfen ganz vorne mit dabei. Nur 3 von ihnen überleben die Schlacht um Berlin. 6 von ihnen fallen in den letzten Tagen des Krieges beim letzten Kampf um Berlin. Die Geschichte, welche ihr eben im ganzen Video gehört habt, hat es wirklich gegeben. Und zwar ist diese Person Michail Petrowitsch Devitajew, denn er war wirklich ein sowjetischer Pilot, welcher im Juli 1944 über der Ukraine abgeschossen wurde, gefangen genommen wurde und in dem KZ auf Usedom landete. Schließlich unternahm er einen erfolgreichen Fluchtversuch aus dem Konzentrationslager auf Usedom mit einem deutschen Bomber Heinkel 111. Das war es heute zum Leben als sowjetischer Jägerpilot des Zweiten Weltkrieges. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.